So, weiter geht's natürlich. Ich will ja nicht einfach die Arcade verlassen und hoffen, dass ich nochmal in diese Ebene komme. Ist deswegen hintereinander aufnehmen. So, gucken wir mal kurz hier rein. Lichen sind seltsame, das sind diese Glibberviecher, die sich zusammen verbinden, ne? Super Slime Slasher. Den nehmen wir jetzt mal. Weil der gegen Glibber ziemlich gut ist. Wo habe ich eigentlich das? Ach, das Hot Edge habe ich noch gar nicht. Beast. Ach, das hätte ich auch nehmen können. Ah, das wäre gegen die Füchse gut gewesen. Na gut. Hauen wir die Glibberviecher mit meiner Schaufel. Erinnert mich ein bisschen an Minecraft jetzt. Als würde ich Slimes mit einer Schaufel schlagen. Was ziemlich kontraproduktiv wäre. Ey, das ist nicht nett. Und besonders ist es nicht nett, wenn die einfach mal nichts fallen lassen. Los, giftiger Schleim. Schön, geh sterben. So. Ja, den Kanister brauche ich jetzt auch vor allen Dingen noch. So ein mittlerer. In dieser Ebene, in Blättern versteckt sich des Öfteren mal ein Herz, als in anderen Ebenen. So kommt es mir zumindest vor. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber vielleicht entspricht es auch der Wahrheit. Und vielleicht kriegen wir hier sogar ein Easter Egg, würde ich jetzt sagen, wir mal Geheimnis. Ach nö, ein Heiler. So, wir sterben, Heiler. Was macht eigentlich die Schaufel, wenn ich sie auflade? Oh, jetzt haben wir so ein Riesending. Aua. Ja. Jetzt haben wir so ein großes Etwas, was ich schon prophezeit habe. So. Los, weiter aufladen. Also die können ziemlich nervig sein. Oh. Das sieht, der Special-Angriff sieht irgendwie aus wie von meinem Slime-Schwert. Aber es macht nicht mal mehr, bis auf die einmalige Variante macht das keinen mehr Schaden wegen Glibber. Hm. Strange. Dass sie da den gleichen Effekt genommen haben. Okay, kein Secret-Ding, sonst wäre hier so ein Brunnen. Und dadurch. Das ist ziemlich unnötig, finde ich, dass hier so dicke Steine sind. Naja. Gut. Kann man das nicht annehmen. So, ein Herz. Yay. Brauche ich unbedingt. Ich habe zwar noch eine Pille, aber die möchte ich jetzt ungern schon so schnell verwenden. Ach. Gut, die haben mir nur einen Stachel, den sie schießen. Später schießen die drei auf einmal. Oder waren es fünf? Ich weiß es gerade gar nicht. Und dann wird das Ganze schon eine Nummer nerviger. So, der ist auch tot. Also, Türme sind immer nervig. Ah! Böser Slime. Kannst du mich doch nicht einfach hitten. So. Zack. Na, noch mehr Herzen. Yay. Jetzt kommt noch so ein Gelber. Nochmal zwei Türme. Stirb, Turm. Du auch. Und du Gelbes etwas auch. So. Vielleicht noch ein paar Herzen runter. Mal sehen. Ja, eins. Was haben wir hier noch? Keins mehr. So. Wieder mehr von diesen gelben Viechern. Also gerade gehen mir die ziemlich auf die Nerven. Sonst verbinde ich die gerne, aber gerade nervt es. Los, geh, sterb. Och nö, nicht noch mehr von dem Zeug. So. Geh, sterben.
Nicht hitten, sterben. Los. Danke. Mehr Münzen. Herz. Mehr. Und noch mehr von dem Zeug. Los, stirb. Nein. Nein. Geh weg, du anderer gelber Slime. Schön. Vorher getötet. Konnte er sich nicht wenigstens nicht verbinden. So. Zack. Also irgendwie kommt es mir echt auf solchen Ebenen hier vor, als würde es mehr durch solche Büsche geben. Naja. Gut. Vielleicht wirklich nur Einbildung, ich weiß es nicht. Wie gesagt. Und weitere Türme. Und weitere Viecher, die sich verbinden. Und der Turm wird sterben. Mann. Durch da. Schneller. Durch da. Und. So, weg. Ist der Quatsch. Stirb. Nein, 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 nicht ver... Dreist. Dreiste Viecher. Binden sich einfach. So. Natürlich habe ich jetzt Gift abbekommen. Natürlich. So. Wenigstens ist das Gift hier noch nicht so tragisch. So. Und ein Haufen Schmarrn. Zwei von solchen Fiolen in den Kisten. Das nervt dann immer, wenn man irgendwelche Fiolen aus diesen Kisten bekommt. Ich meine, wenn's Pillen, Heilpillen sind, dann ist das ja noch okay, wenn man es normal macht, aber sonst nervt es. Deswegen wollte ich eben eine 3 noch zu Ende machen, weil jetzt kommen wir auf so eine Zwischenebene, wo wir wieder nach oben können. Aber hier gibt es noch einen Händler, wo man was kaufen könnte. Falls er irgendwas Besonderes hat, was sich lohnt. Mal sehen. Und hier kann man sich heilen. Gut, hab voll. Aber mal gucken, hat der irgendwas? Oh, Light Shield, davon habe ich die Stufe 3 schon auf meinem anderen Chart, dass ich das noch rüberhandeln werde. Frost Pummel Scales, ist glaube ich jetzt. Oh doch, Jelly. Das. Nee, das kriegt man auch. Also jetzt nichts explizit Gutes, so wie ich das sehen konnte. Also, können wir zurück in die Stadt. Also nach oben. Und schon haben wir wieder diesen Report. Was haben wir? Davon haben wir was. 4 Brimstone. 8 Scharpfang. 8 Stück? Gott, oh Gott. Das ist eine Menge. Finde ich. So, auf jeden Fall können wir jetzt zum Alchemie-Ding gehen. Hier vorne hätten wir eins. Mir ist das noch nie aufgefallen, dass hier welche rumwandeln. Das muss neu sein. Hot Edge. Umwandeln. Zack. Hat Feuer. War irgendwie klar, wenn man schon Hot Edge hat. Genau wie Frost gerne einfrieren hat. Und weiter geht's mit der nächsten Mission, mit dem Abgeben. Wir kriegen die nochmal wieder mit einer reduzierten Ladezeit. Also meistens, wenn man bei Prestige solche Missionen hat mit Waffen abgeben, dann kriegt man nur Prestige und das war's dann. Was mir ziemlich verständlich ist. Oh, im Rang aufgestiegen. Ist mich knappe. So. Und dann reden wir mal, was brauchen wir hier unten? Ein Bronzebolt, das kriegen wir bestimmt hier irgendwo. Ach ja, kontaktieren wir mal Koa. Grüße, Bandra, und Gratulation zur Beförderung, zum Knappen. Deine Leistung haben die Aufmerksamkeit des Spirit Headquarters erregt und es dir die Erlaubnis gegeben, ab jetzt Prestige-Missionen zu unternehmen. Prestige-Missionen sind ausgesuchte Missionen, die dir täglich angeboten werden und die dir prestigeische Belohnung für das Erfüllen der Mission bieten. Manchmal verlangen diese Missionen Spiegel, Headquarter oder andere Knights mit Gegenständen zu versorgen, oder manchmal musst du dafür auch das Uhrwerk erforschen. Klingt gut, Cover.
Prestige-Missionen sind völlig freiwillig und können innerhalb eines Tages nicht wiederholt werden. Vergiss nicht, Ausschau nach speziellen Missionen zu halten, die große Prestige-Belohnungen bieten. Danke, Cora, ich werde mein Bestes tun. Ich vertraue auf dich, Bonwa. Ich weiß einfach, dass du unter den einigen wenigen Knights sein wirst, die fähig genug sind, den Chord zu erreichen und uns mit etwas Glück von diesem Planeten zu bringen. Mission abschließen. So. Jetzt hätten wir das freigeschaltet erst. Und leider gibt es das Weihnachtsding nicht mehr, was hier war. Aber hier. Gut, nee, hier sieht man nur eine Reihe, die man abgeben kann. Die sammle ich gerade auf meinem Hauptschal immer noch zusammen, damit ich dann irgendwann das letzte Achievement kriegen kann. Und halt immer noch so eine Mission. Eine Prise Salz, da muss man halt Salz zu dem Lager bringen. Prestige-Mission werden wir auch noch machen, aber nicht jetzt. So, das können wir noch nicht abschließen. Dann machen wir das hier. Hallo, ich bin Wegner, Chief Geo-Knight der Skylark und der Leiter der geologischen Studien im Uhrwerk. Ich bin hier, um etwas für die Mineralien zu lernen, die wir sammeln sollen. Während deiner Reise durch das Uhrwerk wirst du auf 5 spezielle Mineralien stoßen, die wir verwenden, um... Da ist ein Tippfehler. Verwenden, um diese Tore zu betreiben. Crimsonite, Moonstone, Waystone, Luminite und Dark Matter. Wir nutzen diese Mineralien, um die Tore in der Arcade aufzuladen und neue Ebenen zum Erforschen zu generieren. Hier seht ihr auch auf der Abbildung, was ist. Weiter. Du wirst in allen Ebenen des Uhrwerks Erzablagerungen finden und du musst auf sie einschlagen, um sie in kleinere Stücke zu brechen, die du tragen kannst. Du kannst immer nur ein Stück auf einmal tragen, aber du kannst es auswechseln, indem du ein anderes aufhebst. Such nach größten, schönsten, die du finden kannst. Die sind am wertvollsten. Sobald du sicher den Transporter erreicht hast, wird das Mineral, das du getragen hast, sicher in deinem Arsenal verstaut für spätere Benutzung. Jeder in einer Gruppe bekommt auch die Mineralien der anderen. Also es gibt keinen Grund darum zu streiten, wer das beste Exemplar bekommt. Das wissen viele immer nicht. Mit dem besten Exemplar. Man sieht immer so, oh, großes, dann stürzen sich alle drauf, obwohl jeder genau die Mineralien geteilt bekommt. Aber okay. Das ist genauso wie mit den Crowns. Die werden auch, jeder kriegt genauso viel Crowns wie der andere. Naja. Nachdem du deine Expedition beendet hast und zur Arcade zurückkehrst, sollst du deine Mineralien in einem inaktiven Tor deponieren. Geh einfach zu einer der Mineraliendepotboxen vor einem inaktiven Tor und drücke Angriff, um das Menü des Mineraldepots zu öffnen. Nachdem du das Menü zum Deponieren der Mineralien geöffnet hast, wähle einfach den Automatikknopf und alle deine Mineralien werden im inaktiven Tor hinzugefügt. Was zur Einstellung von Ebenen basierend auf dem deponierten Mineralien führen wird, wenn du das Tor aktiv wird. Aber als ob neue Welten, die mysteriöserweise durch das Deponieren spezieller Mineralien materialisieren, nicht schon Grund genug wären, Minenarbeiten im Uhrwerk zu unternehmen, es gibt da noch etwas. Du wirst bezahlt. Die Birdsong Mining Company hier in Hamm hat die Kontrolle über die Arcade komplett den Spillnines überlassen. Im Austausch dafür, dass wir die Schätze des Uhrwerks freilegen, im Grunde machen wir die schwere Arbeit und sie bezahlen jedem Knight für jedes Mineral, das er in einem Tor deponiert. Kurz gesagt, stürze dich ins Uhrwerk, sammle Mineralien, deponiere sie, um neue Welten zu erschaffen und werde auch noch dafür bezahlt, das zu tun. Klingt toll, danke für die Information. So, jetzt kriegen wir sogar noch eine Bombe dafür. So, in die nächste Mission schließen wir uns in den nächsten Part. Wir gucken jetzt nochmal kurz vorbei. Packen wir es einfach mal hier rein. Was haben wir? Obwohl, nee, ich... Mission, ich brauch doch noch welche, stimmt. Ah nee, das war nur für Prestige, gut. Einen blauen habe ich. Dann wäre das hier oben am sinnvollsten. Kriegt man immer so ein paar Crowns für. Und bestätigen. Also nicht viel, aber so ein bisschen was. Also man müsste ziemlich viel sammeln, damit man viel Geld bekommt. Selbst wenn man irgendwie 10.000 oder sowas abgibt, dann kriegt man auch nur so vielleicht, wenn es hochkommt, 30.000 überhaupt. Aber es sind eher so 20.000, 25.000.
Also nicht gerade viel. Gut, wie gesagt, mit den anderen Missionen geht's beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin Kane, Indiana Jones.